willkommen zu einem neuen Vlog. Der Alltag kommt wieder bei uns richtig rein. Die Sommerferien sind jetzt vorbei. Ja, Schule beginnt, Kindergarten beginnt, alle müssen wieder los. Ja, und damit beginnt der Alltagsvlog. Alltag ist wieder losgegangen, im Stau stehen, denn die Baustelle wird uns gut noch 2 Monate hier beschäftigen in Kiel. Thema Fußball habe ich tatsächlich noch etwas einzuwerfen. Ja, meine Frau ist ja jetzt mit Trainerin oder auch Co-Trainerin von Toms Fußballmannschaft und sie haben jetzt auch nach den Sommerferien geht eigentlich die Saison ja so richtig wieder los und das erste Turnier auch schon bestritten. Da ist sie mit Tom erstmal alleine hingefahren. Wir sind dann später dazu hingekommen. Jetzt mag man mich echt ein bisschen verteufeln, aber ich bin nicht der Fußballfan. Und ja, wenn dann auch noch die Kinder dann spielen, finde ich das manchmal echt super, super grauenhaft, wie die Eltern mit ihren Kindern da umgehen und wie sie die Kinder anstacheln, wirklich, ich sag mal, kleine zu werden. Und ich mag das überhaupt nicht und möchte am liebsten damit so gar nichts zu tun haben. Wir fahren natürlich dann hin, aber ich mache dann mit den Kindern lieber, gehe ich auf den Spielplatz oder sonstiges. Wir sind zwar am Turnier dabei, aber wenn ich am Spielrand stehen würde, kommt mir das blanke Kotzen und wie wirklich da der Ton manchmal ist und wie ruppig die aufeinander zugehen, dann nachher, ich meine, gut, es ist Sport, aber die ganz Kleinen auch noch so anzustacheln, finde ich einfach daneben. Und man sieht ja, was aus Lothar Matthäus tatsächlich, er hat ja auch seinen Job da gekündigt als Jugendtrainer. Und das, was er auch gesagt hat, ganz ehrlich, das finde ich jedes Mal auf dem Sportplatz auch so wieder. Ich finde das absolut widerlich, wirklich, wie wirklich die Kinder, die so einen Spaß haben und nicht da hochgedrillt werden. Das kommt alles später noch en masse. Und wie dann da die Trainer auch teilweise umgehen gegenüber von Kindern. Überhaupt nicht mein Ding. Deswegen halte ich mich lieber davon fern und lass das alles irgendwie so sein Ding mal laufen. Schöner sonniger Tag heute hier und das müssen wir natürlich noch mal ausnutzen, um noch mal rausgehen auf die Spielplätze, bevor der Herbst so richtig anfängt. Ja.
Ja, das war unser kleiner Kurzvlog hier über unseren Alltag, der sich nach den Sommerferien jetzt so langsam wieder gesetzt hat. Und ja, damit ist eigentlich der Vlog auch schon so gut wie rum. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo dort. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video dann auch schon wieder. Dann bis dann und hoffentlich dann mit mehr Action. Bis dann. Thank you.